Yo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Nohand. Und das ist mein erstes Video. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Also ich finde, es gibt wirklich nichts Schöneres als einfach so ein neues Fahrrad. Also neuer geht's ja jetzt wirklich nicht. So Leute, ich werde jetzt das erste Mal aufsteigen und fahren. Alter, wie nice! Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer Nohan, und heute ist ein legendärer Tag. Endlich ist mein neues Bike da und ich bin so krass glücklich. Das wird richtig nice. Ihr habt gerade eben schon den kleinen Teaser gesehen. Nämlich ist es von Canyon und also das ist echt ein revolutionärer Moment. Neues Jahr, neues Bike. Wir haben auch gutes Wetter mitgebracht. Ich würde sagen, laber ich nicht weiter. Verwandle ich diesen Karton zum Bike. Hier haben wir wieder unser wunderschönes Unboxing Karen Bike. Ihr wisst doch Bescheid. Übrigens, genau mit dem Hintergrund habe ich auch schon das erste Bike von mir quasi ausgepackt. Und endlich, oh mein Gott. 1, 2, 3. Alter, was für eine Technologie. Ich habe sowas noch nie gesehen. So Leute, guckt mal. Ich habe jetzt den Karton und ich kann immer schnipsen. Und wenn ich jetzt den Karton anfasse, zack. Da ist das Bike, es sieht so geil aus, es ist so krass. Ich werde euch jetzt alles zeigen. Und zwar ist das Ganze ein Canyon Spectral AL6 und ich werde euch jetzt einfach alle Specs und so weiter aufzählen. Aber erstmal vorab, ich habe das Ganze in der 29 Zoll Variante gekauft, also 29 Zoll Laufräder. Rahmengröße M, das ist ein wunderschönes Enduro, welches vorne und hinten, also bei der Federgabel und beim Dämpfer, 160 mm Federweg hat. Wie es auch schon das AL verdeutlicht, ist der Rahmen aus Aluminium. Und ich würde sagen, fange ich beim interessantesten an, nämlich der Dämpfer. Der Dämpfer ist der RockShox Super Deluxe Select Plus, auf jeden Fall ein krasses Teil. Die Federgabel ist die RockShox Lyric Select Plus. Das Schaltwerk ist das SRAM GX Eagle mit 12, ja wie nennt man das, 10. Die Reifen sind die Maxxis Manion DHRII 3C Max Terra EXO 2,4 cm Breite und auch wie schon gesagt 29 Zoll. Und was auch geil ist, ist, dass wir eine automatische Sattelstütze haben, also einen Dropper Post. Auf jeden Fall eine sehr entspannte Sache. Im Lieferumfang sind keine Pedalen enthalten, aber ich habe mich hier für die günstig, aber gute Variante entschieden, nämlich Race Face Chester. Und das Bike selbst wiegt 15,32 Kilogramm. Mit den Pedalen raufgerechnet allerdings 15,62. Und das waren jetzt hier so diese ganzen Infos für die Bike-Liebhaber. Es tut mir schrecklich leid, wenn ich hier was falsch ausgesprochen habe. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal den First Ride. So Leute, jetzt haben wir hier das Bike und es gibt eine kleine Besonderheit. Hört mal ganz genau hin. Nämlich diese Narbe, die ist einfach lautlos. Fand ich zuerst selber irgendwie ein bisschen komisch, also gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man sich mal so überlegt, wenn man Trail oder Treppen fährt, dann ist das Bike halt fast komplett lautlos. Und das feiere ich dann schon irgendwo. Jetzt steige ich auf und fahre das erste Mal. Ich bin jetzt hier bei einem Trail und den werde ich jetzt senden, aber lieber erstmal langsam. Das ist ja erstmal Gewöhnung. Oh, Digga. Oh. Oh, wie geil, Alter, das fliegt ja einfach durch den Trail. Ich bin auch lange nicht gefahren, ey. Komm. Oh, rutschig, rutschig, rutschig. Oh, Junge. Yes. Digga, das ist ja so geil. Das war jetzt langsam, ich muss mich hier erstmal dran gewöhnen. Aber das ist ja so nice. Ich finde so irgendwie krass, hier liegt einfach noch Schnee. Ich habe auch Bock, Treppen zu fahren mit dem Bike. Das muss ja auch butterweich sein. Und hier in der Nähe sind auch Treppen. Die werde ich dann auf jeden Fall fahren. Und ich habe auch Bock, mir in Bikeparks zu gehen. Und mit diesem Bike wird das Ganze mehr so MTB-lastig. Also Street werde ich immer noch fahren, das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber erstmal muss ich ein paar Trails damit senden, da habe ich jetzt Bock drauf. Let's go, next try. Ich habe so Paranoia, Alter, wegen diesem Schnee. Egal. Komm. Boah, das war knapp.
Boah, Alter, das ist so ein geiles Fahrgefühl. Mit meinem Hardtail habe ich ja jeden kleinen Stock gespürt und jetzt ist alles butterweich. Guck mal, hier könnte man so geil rübersenden. Aber ich würde mich halt komplett hinpacken jetzt bei dem Schnee. Ich roll den einmal langsam an. Das ist echt dumm, aber egal. Ja, drauf. Lieber nicht. Ich hätte Bock auf einen Snowride, sage ich euch ehrlich. Ich habe mir extra diese wunderschönen Handschuhe zu Weihnachten schenken lassen. Und ich habe auch so Skier-Unterwäsche. Also so ganz warme Thermosachen zum Drunterziehen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Ey Leute, guckt euch diese Magie an. Toll. Leute, das Ding ist, hier gibt es jemanden, der öfters die Trails verwüstet. Und da läuft gerade jemand hin und her da oben drum. Vielleicht ist es der. Weil der ist schon sehr auffällig. Ich will mir das mal anschauen. Weil hier die schmeißt hier mal Stöcker und Steine auf den Weg. Aber der läuft da anscheinend ganz normal hoch. Vielleicht hat er mich auch gesehen. Ja, aber das ist ganz krank. Hier wurden auch so Fallen gestellt und so. Und Stöcker zum Beispiel dahin gelegt, wo man sie gar nicht sieht, wenn man ganz normal lang fährt. Und das ist halt echt schon nicht mehr lustig. Das ist halt extrem gefährlich so für die Mountainbiker. Aber der Mann geht anscheinend einfach gerne auf Mountainbike-Trails spazieren. Warum auch nicht? Ich fahre jetzt mal zu den Treppen. Übrigens, falls ihr euch fragt, was mit meinem alten Bike passiert. Ich habe da was richtig, richtig Krasses vor. Das wird auf jeden Fall geil. Also schaut die nächsten Tage oder Wochen auch gerne in die Videos rein. Das wird dann irgendwann kommen. Und jetzt werden die Treppen gesendet mit hoffentlich butterweicher Federung. Let's go. Digga, wie chillig ist das denn bitte? Guten Tag. Let's go, Digga. Oh, ich warte mal lieber auf ihn. Hallo. Immer schön Hallo sagen. Yes, Digga. Und es gibt so eine Sache so, ich habe jetzt ein neues Bike und so. Eine Sache darf nicht fehlen, nämlich, kennt ihr das vielleicht noch vom ersten Video, den anderen Unboxing? Es darf natürlich kein Bike-Edit dazu fehlen, aber dafür habe ich mir auch was Cooles überlegt und das kommt einfach im nächsten Video. Also wheelen geht echt schön mit dem Bike. So, dann fahre ich jetzt nochmal das ein oder andere Treppchen hinunter. Gut, das ist ein bisschen steil, aber egal. Yes. Geil, Mann, ey. Das ist ein geiles Bike, muss ich sagen. Let's go. Junge, rein in die Masse. Boah, Digga. Ohne Witz, Leute, dieser Fahrstuhl hat so geisteskrank gestunken. Aber das soll es jetzt auch mit dem Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und ciao.